Reichtum mag der gemeinsame Nenner für diese Personengruppe sein, aber die Prioritäten variieren, was sich in der Art und Weise zeigt, wie jeder dieser Geschäftsmogule wohnt. Während die einen es vorziehen, einfach zu leben, drängt es andere, sich mit Luxus zu umgeben. Wir zeigen euch jetzt die unglaublichen Häuser der reichsten CEOs von heute. Jeff Bezos ist aktuell der zweitreichste Mensch auf dem Planeten. Er ist seit 1994 CEO von Amazon und sein Vermögen wird auf 180 Milliarden Dollar geschätzt. Und mit so einem Vermögen kommen natürlich auch viele Immobilien. Davon besitzt er insgesamt 14 Stück mit einem Gesamtwert von 600 Millionen Dollar. Die Immobilien befinden sich unter anderem in New York, Kalifornien, Texas und Washington. Apropos Washington, Bezos besitzt nämlich das größte Haus in Washington DC, welches er 2016 für 23 Millionen Dollar kaufte. Dieses riesige, 2500 Quadratmeter große Herrenhaus, das einst ein Textilmuseum war, wurde ebenfalls einer 12 Millionen Dollar teuren Renovierung unterzogen. Es befindet sich im Viertel Kaloraima, das auch die Heimat der Obamas, Ivanka Trump und Jared Kushner ist. Im Big Apple besitzt der zweitreichste Mann der Welt gleich vier hübsche Domizile. Die New Yorker Apartments haben ihn insgesamt 126 Millionen US-Dollar gekostet und bieten einen schönen Blick auf den Madison Square Park. Für sein Haus in Beverly Hills zahlte Bezos eine Rekordsumme von 165 Millionen Dollar. Das riesige, 10 Hektar große Anwesen umfasst ein 1270 Quadratmeter großes Haupthaus im georgianischen Stil, zwei Gästehäuser, eine Gärtnerei und drei Gewächshäuser, einen Tennisplatz, ein Swimmingpool, weitläufige Terrassen und einen 9-Loch-Golfplatz. Das Anwesen stammt aus den 1930er Jahren und wurde vom Mitbegründer von Warner Bros., Jack Warner, erbaut, der extravagante Partys veranstaltete, an denen bekannte Namen aus allen Branchen teilnahmen, von Promis wie Audrey Hepburn bis zu Albert Einstein. Vor Bezos gehörte es dem Mitbegründer von DreamWorks, David Geffen, der schätzungsweise 45 Millionen Dollar in Renovierungen investierte. Bezos neuester Kauf ist ein Grundstück im Wert von 78 Millionen US-Dollar in La Peru Bay, Hawaii. Ein Preisschild, das einen Rekord für das teuerste Haus auf Maui aufstellt. Das Anwesen misst satte 14 Hektar und umfasst mehrere Gebäude, darunter ein 420 Quadratmeter großes Haupthaus und ein 160 Quadratmeter großes Gästehaus, die beide im hawaiianischen Plantagenstil erbaut sind. Eine holzverkleidete Außenküche und eine Terrasse direkt neben dem Haupthaus bieten den perfekten Ort, um sich zu unterhalten und die malerische Aussicht zu genießen. Es gibt auch einen 20 Quadratmeter großen Pool mit Blick auf den privaten weißen Sandstrand der Unterkunft. Kein schlechter Ort für Bezos und seine Partnerin Lauren Sanchez, um jetzt ihre Zeit zu verbringen, da Bezos als CEO von Amazon zurücktritt. Elon Musk hat als CEO von Tesla, SpaceX und eine Reihe anderer Unternehmen ein Vermögen von 230 Milliarden Dollar aufgebaut und ist derzeit der reichste Mensch der Welt. Musk hat mindestens 7 Anwesen im Gesamtwert von über 100 Millionen Dollar besessen, hauptsächlich in der Gegend von Los Angeles. Aber im Mai 2020 twitterte Musk, dass er vorhabe, dieses Immobilienportfolio abzustoßen und seinen physischen Besitz radikal zu reduzieren. Seitdem ist er nach Texas gezogen, wo er Berichten zufolge in einem 50.000 Dollar Fertighaus lebt. Ähnlich einer kleinen Einzimmerwohnung ist das zusammenklappbare Fertighaus des Startups Boxable, offenbar von Musk angemietet und steht auf dem Gelände von SpaceX in Texas. Aus einer Kiste zusammengebaut, bietet seine neueste Behausung nur das Nötigste: eine Küche, ein Bett, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer für den Minimalisten im Herzen. Aber bis dahin hatte Musk ein umfangreiches Immobilienportfolio. Musk zahlte 2013 rund 6,75 Millionen Dollar für ein Haus, das einst 30 Jahre lang vom Schauspieler Gene Wilder bewohnt wurde. Das 250 Quadratmeter große Haus im Ranch-Stil mit 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern nutzte Musk als eine Privatschule für seine 6 Kinder. Dieses Anwesen verkaufte er dann 2020 jedoch für 7 Millionen Dollar. Elon zahlte 2016 rund 24,2 Millionen Dollar für eine neue Villa im wohlhabenden Bel Air Viertel von Los Angeles sowie 20 Millionen Dollar für ein Ranchhaus. Aber Musks Immobilien beschränken sich nicht nur auf die Gegend von LA. Sein letztes kalifornisches Zuhause befand sich in der San Francisco Bay Area, nicht weit von Teslas Fabrik in Fremont, Kalifornien.
Das 100 Jahre alte, 1490 Quadratmeter große Herrenhaus im mediterranen Stil liegt im noblen Vorort Hillsborough in der Bay Area und bietet 10 Schlafzimmer, Blick auf die Bucht, Wanderwege und einen Ballsaal. Musk kaufte es 2017 für 23,4 Millionen Dollar und notierte es 2021 auf dem Markt für einen Preis von 32 Millionen Dollar. Bill Gates ist zwar kein CEO mehr, aber er ist der Gründer und pensionierte CEO von Microsoft, was ihn zu einem der bekanntesten und reichsten Menschen der Welt gemacht hat. Bill Gates hat im Laufe der Jahre ein Immobilienimperium aufgebaut. Davon beträgt der private Wert seines Immobilienbesitzes schätzungsweise 200 Millionen Dollar. Hier sind seine Investitionen über seine private Investmentfirma Cascade nicht mit eingerechnet. Gates verbringt die meiste Zeit in seiner 6150 Quadratmeter großen Villa in Medina, Washington. Es brauchte 7 Jahre und 63 Millionen Dollar, um dieses Prachtstück von einem Haus zu bauen, welches mit vielen Hightech-Features gefüllt ist. Gates kaufte das Grundstück 1988 für 2 Millionen Dollar, doch mittlerweile ist das Anwesen jetzt schätzungsweise 130 Millionen Dollar wert. Im Inneren hilft ein Hightech-Sensorsystem den Gästen, das Klima und die Beleuchtung eines Raums zu überwachen. Das Haus hat nur 8 Schlafzimmer, kann aber eine große Menschenmenge unterbringen. Es gibt 25 Badezimmer, 6 Küchen und ein Esszimmer, das bis zu 200 Personen Platz bietet. Der beheizte 18-Meter-Pool enthält sogar ein Unterwasser-Musiksystem und es gibt einen Trampolinraum sowie ein Heimkino. Wenn das mal nicht ausreicht, um die Gäste zu unterhalten. Das Haus hat sogar einen eigenen Namen, Xanadu 2.0, nach dem Haus in Citizen Kane. Gates besitzt auch eine große Ranch in Südkalifornien, die er für 18 Millionen Dollar gekauft hat. Das Anwesen umfasst eine Rennstrecke, ein Gästehaus, ein Büro, eine Tierarztpraxis und einen Obstgarten sowie 5 Scheunen. Er besitzt auch eine weitere Pferdefarm in Wellington, Florida, die er 2013 für 8,7 Millionen Dollar kaufte. Die Tochter der Gates, Jennifer, ist eine begeisterte Reiterin und sie hatten das Haus zuvor für ihre Wettbewerbe in Florida gemietet. Seine neueste Errungenschaft ist ein 43 Millionen Dollar teures Strandhaus am Meer in San Diego. Das 540 Quadratmeter große Haus umfasst 6 Schlafzimmer, einen Pool, einen Whirlpool für 10 Personen und eine Feuerstelle. Über seine private Investmentfirma Cascade besitzt Gates ebenfalls eine Menge Grundstücke und Immobilien. Darunter sind fast die Hälfte der Hotelkette Four Seasons mit Hotels in Atlanta und Houston. Ebenfalls gehört Cascade ein Teilbesitz des noblen Charles Hotels in Cambridge, Massachusetts. Seit 2021 ist Gates der größte private Ackerlandbesitzer in den USA. Laut Medienberichten besitzt er derzeit 242.000 Hektar Ackerland und die größten Besitztümer befinden sich in Louisiana, Arkansas und Nebraska. Der nächste reiche Mann auf der Liste hat sich einen Namen gemacht und ein beträchtliches Vermögen angehäuft, indem er wusste, wie er das Beste aus seinen Investitionen herausholt. Warren Buffett hat ein Vermögen von knapp 120 Milliarden Dollar und gehört damit zu den 10 reichsten Menschen der Welt. Der Gesamtwert seiner Immobilien wird euch jedoch erstaunen. Der beträgt nämlich etwa 800.000 Dollar. Und damit zeigt dieser Betrag seine Bescheidenheit, die seinen zurückhaltenden Charakter widerspiegelt. Er verkaufte neulich ein Haus in Laguna Beach für 11 Millionen Dollar. Aber keine Sorge, er hat nicht viel dafür ausgegeben. Gerade mal 150.000 Dollar hat er 1971 für das Haus bezahlt. Buffett zieht es trotz seines Reichtums vor, einfach nur wenige Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt zu wohnen. Sein Hauptwohnsitz befindet sich daher in einem ruhigen, gehobenen Viertel in Omaha, Nebraska. Buffetts Haus in Omaha ist klein und überraschend günstig. Er kaufte das Haus 1958 für rund 31.500 Dollar. Das sind gerade mal 250.000 Dollar nach heutigem Wert. Das Haus, das über 5 Schlafzimmer und 2 Badezimmer verfügt, ist bescheiden für die Gegend. Es ist heute etwa 652.000 Dollar wert und befindet sich auf weniger als einem Hektar Land in einer relativ abgelegenen Nachbarschaft. Warren Buffett sagte, dass das Haus bequem ist und er keinen Grund sieht, es zu verlassen. Was ein starker Kontrast zu den anderen Personen in seiner Vermögensklasse ist. Der Mitbegründer und CEO von Facebook bzw. Meta, Mark Zuckerberg, ist 70 Milliarden Dollar schwer und der nächste CEO auf dieser Liste. Er lebt in Palo Alto in einem charmanten 7 Millionen Dollar Haus.
Dieses 520 Quadratmeter große Haus verfügt über Hartholzböden, einen Salzwasserpool, einen Speisesaal, einen verglasten Wintergarten und 5 Schlafzimmer. Das Haus wurde 1983 gebaut. Auf den ersten Blick denkt man, dass Zuckerberg in seine Immobilien genauso investiert wie Buffett. Keine Sorge, das ist nicht der Fall. Der Luxusstock des Hauses ähnelt dem von den Marvel Avengers mit KI, die für das gesamte Haus verantwortlich ist. Mark installierte im Haus einen speziell angefertigten KI-Assistenten, den er sogar Jarvis nannte. Dieser Cyber-Butler ist eine einzigartige Technologie, welche der Tochter des Tech-Gurus Mandarin beibringt und Gäste im Haus willkommen heißt. Es wurde auch gemunkelt, dass Zuckerberg schätzungsweise 30 Millionen Dollar für benachbarte Grundstücke ausgegeben hat, nur um mehr Privatsphäre zu haben. Laut Forbes ist Larry Ellison der 8. reichste Mensch auf der Welt und sein jüngster Neuzugang ist das 3. größte Strandhaus in Palm Beach Country innerhalb einer bewachten Wohnanlage. Mit 11 Badezimmern und einer beeindruckenden Auswahl an antiken Möbelstücken ist das Haus im toskanischen Stil mit einem Heimkino und einem Weinzimmer das perfekte Covid-Versteck. Das Äußere des Anwesens umfasst einen ausgewiesenen Bereich, in dem der private Hubschrauber des Geschäftstitans untergebracht werden kann. Der CEO von Oracle hat den Ruf, Immobilien und manchmal ziemlich ungewöhnliche Immobilien wie seinen Palast im japanischen Stil mit einem künstlichen See in Woodside, Kalifornien zu kaufen. Sein Immobilienportfolio erstreckt sich über San Francisco, Malibu, Japan und seine eigene hawaiianische Insel Lanai. Das waren sie, die unglaublichen Häuser der reichsten Menschen der Welt. Welches dieser Häuser würdest du am liebsten besitzen? Sag es uns jetzt gerne in den Kommentaren. Hat dir das Video gefallen, so lass doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Und um keine weiteren spannenden Videos mehr zu verpassen, vergiss nicht, uns jetzt zu abonnieren. Möge der Reichtum mit dir sein.